Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die großen deutschen Konzerne wollen mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Auf Initiative von Familienministerin Schröder haben die 30 im DAX notierten Unternehmen heute eine Selbstverpflichtung vorgelegt mit jeweils unterschiedlichen Quoten. Auf einen konkreten Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten wollten sich die Konzerne jedoch nicht festlegen. Schröder sprach insgesamt von einem großen Fortschritt. Arbeitsministerin von der Leyen gehen die selbstgesteckten Ziele der Unternehmen nicht weit genug. Regine Stachelhaus ist mit ihrem Werdegang eine Rarität in Deutschland, eine Ausnahme. Denn sie ist Vorstandsmitglied in einem großen DAX-Unternehmen, eine von derzeit 7 Frauen. Dagegen stehen mehr als 180 männliche Führungskräfte. Die Managerin lehnt einen verbindlichen Frauenanteil in den Chefetagen ab. Die Quote sei entbehrlich. Ich halte sie einfach deshalb für entbehrlich, weil ich es nicht für ausreichend halte, wenn man an den Spitzengremien bestimmte Erfolge verbucht, die sich dann möglicherweise nicht widerspiegeln in der Gesamtheit der Führungskräfte. Freiwillig wollen die Unternehmen mehr Frauen in Spitzenämter bringen. So haben sie es unterschrieben. Die Frauenministerin zeigt sich zufrieden, auch wenn jeder Konzern selbst entscheiden kann, wie hoch der Anteil der Top-Managerinnen jeweils sein soll. Wir sind auf dem richtigen Weg und diesen Weg, den wollen wir konsequent weitergehen. Anders die Arbeitsministerin, die lange für eine feste Quote in Aufsichtsräten und Vorständen gekämpft hat, vergeblich. Ich habe heute keinerlei Beweis gesehen, dass eine gesetzliche Quote, die eine klare Regelung aufstellt, überflüssig wäre. Im Gegenteil, die Frage Vorstand und Aufsichtsrat ist heute nicht thematisiert worden. Doch erst einmal sollen freiwillig mehr Frauen an die Spitze. Managerin Stachelhaus findet es gut. Die Opposition sagt Augenwischerei. Eine freiwillige Selbstverpflichtung bringt nichts. Die haben wir schon vor über 10 Jahren mit der Wirtschaft vereinbart. Seitdem ist kaum etwas passiert. Wir brauchen eine klare gesetzliche Lösung. Norwegen, Frankreich oder Belgien, unsere europäischen Nachbarn machen es vor. Eine gesetzliche Frauenquote in den Chefetagen ist möglich. Deutschland hinke hinterher, das sagen nicht nur Frauenrechtlerinnen, sondern auch viele Geschäftsfrauen. Mit ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung haben die großen Konzerne eine Quote per Gesetz erst einmal abgewehrt. Frauenministerin Schröder hat es ihnen leicht gemacht. Weitere Informationen und Kommentare zur Diskussion um das Thema Frauenquote finden Sie auch auf tagesschau.de. Außerdem die Werdegänge derjenigen Frauen, die einen Vorstandsposten bei einem DAX-Konzern innehaben. Die Bundesregierung hat erneut vor überzogenen Erwartungen an den EU-Gipfel zur Schuldenkrise gewarnt. Bei dem Treffen am kommenden Wochenende werde man nicht auf einen Schlag alle Probleme lösen können, sagte Regierungssprecher Seibert. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wollen die Euro-Länder ein Paket vorlegen, um das hochverschuldete Griechenland zu stabilisieren. Diskutiert wird auch über eine stärkere Beteiligung der Banken. Der Protest geht weiter. Bis Ende Oktober wollen sie mitten im Frankfurter Bankenzentrum kampieren. In Berlin finden sie dafür durchaus Unterstützung. Das sind ganz viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, die einfach sich nicht mehr gefallen lassen wollen, dass das Casino wieder rollt. Mit gespannten Erwartungen wird nun auf den EU-Gipfel am Sonntag geblickt. Ein Schuldenerlass für Griechenland und damit eine Haftung der Banken wird immer wahrscheinlicher. Offen ist nur, wie hoch. Deutsche Bankchef Ackermann soll dazu intern Verhandlungen führen. Parallel bereitet die Politik Maßnahmen zur Bankenstabilisierung vor, etwa eine erhöhte Eigenkapitalquote von 9%, notfalls auch zwangsweise. Es sind nur die systemrelevanten Banken betroffen. Die müssen ein Mindestmaß an Kapital haben. Dazu wollen wir das, was in Basel III verabredet ist, ein Stück weit vorziehen. Dennoch, selbst Europapolitiker zeigen sich skeptisch, dass auf dem EU-Gipfel ein großes, tragfähiges Euro-Rettungspaket verabschiedet werden wird. Mein Vertrauen in die Staats- und Regierungschefs, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht noch mal zu unterstreichen, ist relativ gering, dass sie sich auf nachhaltige, unverbindliche Vorgehensweise einigen. Auch die Bundesregierung dämpfte heute die Erwartungen an den bevorstehenden EU-Gipfel. Hier in Berlin heißt es, das Problem Griechenland, die Bankenfrage, die Finanzmarktsteuer könnten nicht auf einen Schlag gelöst werden. Unverkennbar ist allerdings, der Druck auf die Politik ist groß, die Banken jetzt stärker in die Pflicht zu nehmen.
Die französischen Sozialisten wollen mit ihrem früheren Parteichef Hollande den Élysée-Palast erobern. In einer Stichwahl um die Präsidentschaftskandidatur setzte sich der 57-Jährige gegen die amtierende Vorsitzende Aubry durch. Nach Umfragen werden Hollande gute Chancen eingeräumt, im Frühjahr Präsident Sarkozy abzulösen. Bescheiden und unkonventionell zugleich will er erscheinen. François Hollande, frisch gekürter Präsidentschaftskandidat der Sozialisten, ließ sich heute per Motorradtaxi zu seinen Terminen bringen. Dass seine Partei ihn jetzt geschlossen unterstützen wird, daran hat er keine Zweifel. Die Sozialisten werden solidarisch hinter ihrem Kandidaten stehen, so wie ich als Kandidat ein treuer Sozialist bleibe, auch wenn ich mich jetzt allen Franzosen zuwende. Der frühere Sozialistenchef, der gestern als neuer Hoffnungsträger bejubelt wurde, galt lange als braver Parteisoldat, aber ungeeignet für die erste Reihe. Seiner Ex-Lebensgefährtin Ségolène Royal, mit der er 4 Kinder hat, musste Hollande bei den Präsidentschaftswahlen 2007 noch den Vortritt lassen. Doch der volksnahe Hollande behielt langen Atem. Etwas bieder, aber hochseriös, gilt er jetzt als einer, der auch die Mitte gewinnen kann, als idealer Anti-Sarkozy. Vom Präsidenten selbst heute kein Kommentar zum Herausforderer, dafür von seiner Partei. Er ist unfähig, mutige Entscheidungen zu treffen. Es heißt von François Hollande, er sei talentiert, aber es heißt nie, dass er auch mutig sei. Hollande hat jetzt gut 6 Monate Zeit, der Regierung das Gegenteil zu beweisen. Im Moment herrscht in Frankreich eine Art Wechselstimmung, doch noch ist Nicolas Sarkozy lange nicht geschlagen. Den Stresstest muss Kandidat Hollande in einem Wahlkampf bestehen, von dem viele hier glauben, dass er besonders hart werden wird. Das kenianische Militär hat offenbar eine groß angelegte Offensive gegen die radikal-islamischen Al-Shabaab-Milizen im benachbarten Somalia gestartet. Augenzeugen zufolge rückten die Streitkräfte mit schweren Waffen in ein von den Extremisten gehaltenes Gebiet im Nachbarland vor. Hintergrund ist offenbar die Entführung mehrerer Europäerinnen aus Kenia. Sie wurden in den vergangenen Wochen vermutlich von Al-Shabaab-Kämpfern nach Somalia verschleppt. Die Miliz bestreitet das und drohte inzwischen mit Vergeltungsschlägen. Mit gepanzerten Fahrzeugen und Mannschaftstransportern ist die kenianische Armee bis zu 100 Kilometer weit auf somalisches Gebiet vorgedrungen. Größere Kämpfe in dem unwegsamen Buschland soll es bisher nicht gegeben haben. Anscheinend erfolgt die Militäraktion mit Zustimmung der somalischen Übergangsregierung. Jedes Land hat das Recht, sein Territorium und seine Bewohner zu schützen. Kenia nimmt dieses Recht für sich in Anspruch. Daran ist nichts auszusetzen. Im Flüchtlingslager Dadaab war am vergangenen Donnerstag das Auto einer Hilfsorganisation überfallen worden. 2 spanische Mitarbeiterinnen wurden verschleppt, vermutlich über die nahe somalische Grenze. Ihr Fahrer überlebte einen Halsdurchschuss. Hinter Anschlag und Entführung sollen islamistische Al-Shabaab-Milizen stehen. Beweise dafür gibt es nicht. Die Milizen kontrollieren weite Teile Südsomalias. Es gibt keine Garantie, dass die kenianischen Truppen die Al-Shabaab-Milizen zerschlagen können. Aber sie unterstützen indirekt die Soldaten der somalischen Übergangsregierung und der Afrikanischen Union. Es ist das erste Mal, dass kenianische Truppen über die Grenze vordringen und das mit Unterstützung von bewaffneten Anhängern der Übergangsregierung. In Nairobi fragen sich heute Abend viele, wie weit die kenianische Armee in Südsomalia vordringen wird oder ob man sich mit der Einrichtung einer Pufferzone an der Grenze zufrieden gibt. Auf jeden Fall will Kenias Regierung alles tun, um Entführungen und Grenzübergriffe künftig zu verhindern. Bundespräsident Wulff hat zum Abschluss seiner Afghanistan-Reise die deutschen Soldaten im Norden des Landes besucht. In Masar-i-Sharif und Kunduz nutzte er die Gelegenheit, den Bundeswehrangehörigen den Rücken zu stärken. Die deutsche Gesellschaft sollte sich bewusst sein, was dort geleistet werde. Derzeit sind in Afghanistan etwa 5000 deutsche Soldaten stationiert. Mit ihrem Abzug soll zum Jahresende begonnen werden. Der Duisburger Oberbürgermeister Sauerland bleibt mehr als ein Jahr nach der Katastrophe bei der Love Parade politisch unter Druck. Eine Bürgerinitiative fordert ein Abwahlverfahren gegen das Stadtoberhaupt und hat dafür knapp 80.000 Unterschriften gesammelt. Der CDU-Politiker lehnt es ab, die politische Verantwortung für das Unglück mit 21 Toten zu übernehmen. Auch heute wies Sauerland wieder Rücktrittsforderungen zurück.
Sein Platz im Ratssaal blieb erst einmal leer. Er sei befangen, sagte Duisburgs Oberbürgermeister und ließ daher die Ordner mit den fast 80.000 Unterschriften, mit denen seine Abwahl gefordert wird, von seinem Stellvertreter entgegennehmen. Die Initiatoren des Bürgerentscheids triumphieren. Ich glaube, seit dem heutigen Tag haben die Duisburger Bürgerinnen und Bürger wieder angefangen, ihre politische Würde zurückzuerobern. Diese Würde, sie ging nach Meinung vieler Duisburger im Juli letzten Jahres verloren. 21 junge Menschen starben im Gedränge bei der Love Parade, Hunderte wurden verletzt. Die politische Verantwortung für diese Katastrophe sehen viele beim Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland. Doch der will nicht zurücktreten. Ich bin gewählt bis zum Jahre 2015 und werde so lange Oberbürgermeister sein, bis es ein anderes demokratisches Votum gibt. Seine Gegner kreiden ihm auch sein Verhalten nach der Katastrophe an, seinen Versuch, sich mit einem Gutachten von jeder Schuld freizusprechen. Das, was die meisten Bürgerinnen und Bürger empört hat, dieses Gutachten für 420.000 Euro, dass das Papier nicht wert war, auf dem es gedruckt war, weil wenige Wochen später die Duisburger Staatsanwaltschaft festgestellt hat, dass diese Veranstaltung nie hätte genehmigt werden dürfen. Nun werden alle Unterschriftenlisten akribisch geprüft. Stimmen die Adressen der Unterzeichner? Fehlt womöglich die Hausnummer? Wenn 55.000 dieser Unterschriften gültig sind, könnte Sauerland im März 2012 abgewählt werden. Immer mehr Menschen in Deutschland müssen wegen psychischer Erkrankungen vorzeitig in Rente gehen. Allein im vorigen Jahr gaben 71.000 Betroffene ihre Arbeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze auf. Das waren etwa 6.500 mehr als 2009, berichtet die Deutsche Rentenversicherung. Seit 2002 gäbe es jedes Jahr eine kontinuierliche Zunahme. Wer heutzutage vorzeitig in Rente gehen muss, weil er psychische Probleme hat, ist im Durchschnitt 48 Jahre alt. Und die Betroffenen werden nicht nur immer jünger, sondern auch immer mehr. Im Vergleich zur Zahl derjenigen, die wegen anderer Krankheiten aus dem Berufsleben ausscheiden müssen. Psychische Erkrankungen waren 1993 bei 15,4% der Patienten Grund für eine Frührente. Bis 2000 stieg ihr Anteil auf 24,2% und im Jahr 2010 auf 39,3%. Steigender Druck am Arbeitsplatz ist häufig Ursache für seelische Leiden wie Depressionen und Angststörungen. Das hat auch die Berliner Psychotherapeutin Renate Degner in ihrer Praxis festgestellt. Diese Überforderung, die die Menschen erleben durch Personalabbau, durch den Druck, der unter den Kollegen entsteht, ist wirklich immens. Ich erlebe das von Patienten aus Institutionen und großen Einrichtungen und Ministerien. Und diese Überforderung ist so perspektivelos. Die Experten der Deutschen Rentenversicherung sehen die Ursachen für die wachsende Zahl an diagnostizierten Erkrankungen nicht nur in immer mehr Stress in Alltag und Beruf, sondern auch im offeneren Umgang mit seelischen Störungen. Es gibt eine Enttabuisierung unter Patienten und unter Ärzten und in der Gesellschaft insgesamt. Und das erklärt auch den zunehmenden Anteil von psychischen Störungen. Bei rechtzeitiger Diagnose kann bei gut 80% der Betroffenen eine Frührente verhindert werden, sagen die Experten und fordern mehr Aufmerksamkeit für Therapien und Rehabilitation. Die riskanten Bergungsarbeiten auf dem vor Neuseeland havarierten Frachtschiff Rena gehen weiter. Die Chancen, das ganze Öl abzupumpen, bevor der Frachter auseinanderbricht, stünden nicht gut, so das Verkehrsministerium. Die Bergungsmannschaft wolle aber die Nacht durcharbeiten. Mehr als 300 Tonnen Öl sind seit dem Unglück vor 12 Tagen in den Südpazifik gelangt. 1.300 Tonnen Öl befinden sich noch an Bord. Mit 100 Jahren geht der Brite Faucha Singh als ältester Teilnehmer in die Geschichte des Marathonlaufs ein. In Toronto absolvierte der gebürtige Inder die gut 42 Kilometer in 8 Stunden, 25 Minuten und 16 Sekunden. Zwar brauchte er damit 6 Stunden länger als der Sieger, wurde aber immerhin nicht letzter. 5 Läufer waren noch langsamer als er. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Oktober. Die Kaltfront des Tiefs, das nach Norwegen zieht, erreicht uns morgen von Nordwesten. Vorher strömt noch milde Luft in die Südosthälfte. Nach Mitternacht kommt von der Nordsee Regen auf. Abseits des Nebels ist es Richtung Südosten meist freundlich und bis zum Abend trocken. Sonst zieht ein Regenband im Laufe des Tages über den Nordwesten weiter südostwärts. Ist es durchgezogen, wird es im Nordwesten freundlicher. Im Südosten weht der Wind meist nur schwach bis mäßig, sonst mäßig bis frisch mit starken, teilweise auch stürmischen Böen, an den Küsten und auf den Bergen Sturmböen. Heute Nacht 11 Grad auf Sylt, im Südosten leichter Frost.
Am Tag 11 Grad im Norden und 21 Grad im Südwesten. Am Mittwoch regnet es im Süden, sonst ist es mal freundlich, mal fallen Schauer. An der Nordsee sind einzelne Gewitter dabei. Im Norden ist es sehr windig. Am Donnerstag anfangs ganz im Süden noch hier und da Regen oder Schnee, sonst neben dichten Wolken auch Sonne. Im Norden und Osten Schauer, auf den Bergen Schnee. Am Freitag ist es weitgehend trocken. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, darin DAX-Unternehmen und Frauenquote, Fragen von Tom Buro an Bundesfrauenministerin Christina Schröder und Semesterstart mit Hindernissen, Massenansturm auf die Unis.